Herzlich willkommen zu unserer Let's Play Modded Minecraft Serie, die erste Folge. Und zwar sind wir hier einmal mit dem Dennis und meine Wenigkeit, dem Patrick, hallo. An Servus. Alle. Ja, und wir wollen euch ein bisschen zeigen, wie wir zusammen Modded Minecraft spielen. Wir sind zwei vollkommen unerfahrene Mod-Spieler, wenn man es so ausdrücken will. Ups. Ah, Hilfe. Was wir bis jetzt gemacht haben, wir haben uns nur so ein kleines Loch in den Berg geknüppelt und haben ein paar Workbenches und so gebaut. Das Mod ist übrigens das Xizuminati Modpack mit dem AT-Launcher. Das Ganze soll für Anfänger relativ einfach sein. Bis jetzt habe ich davon noch nicht so viel gemerkt. Wir wollen euch halt einfach ein bisschen den Mod näher bringen und mal gucken, was wir hier so zustande kriegen. So ein richtiges Ziel haben wir uns bis jetzt noch nicht gesetzt und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ein bisschen an, ein paar Sachen zu machen. Beziehungsweise erstmal das Häuschen fertigzustellen. Genau, der Dennis ist ein bisschen so unser dekorativer Mensch. Ich bin so eher der, der die unnützen Sachen macht. Technik, wer braucht das schon? Technik, genau. Ja, so was, wo ging es denn hier nochmal runter, Dennis, jetzt? Wo ist denn meine Treppe hin? Wo willst du denn hin? Wo hast du nur meine Treppe hingemacht? Ich habe keine Treppe weg. Hast du die hier zugemauert? Was? Ich habe auch nichts zugemauert. Wo ist denn jetzt... Hallo, was machst du denn? Was suchst du denn? Ja, ach, hier geht's lang. Bist du in die falsche Richtung gelaufen? Nein, nein, das war hier schon richtig... Ah, so genau, okay. Okay, alles gut. Ja, mein Ziel so ein bisschen von dem Ganzen hier ist, ich würde gerne so viel automatisieren, wie es nur irgendwie geht. Von über Stromerzeugung bis hin zu Diamanterzeugung, alles was man halt so machen kann, würde ich gerne automatisieren. Jetzt im Moment suchen wir uns erstmal ein bisschen Ressourcen zusammen. Um auch die Wohnung ein bisschen zu verschönern. Damit der Dennis nicht in so einer kahlen Welt leben muss. Das mag er nämlich gar nicht. Ach scheiße, mein Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Kannst du nicht mal so eine tolle Spitzhacke aus Eisen machen, dass die auch mal ein bisschen länger hält? Ja, ich habe keine Ahnung, wie die aus Eisen leider funktioniert. Ich habe das bis jetzt nur mit Stein hinbekommen. Du kannst ja mal versuchen, ob du das irgendwie mit Eisen hinkriegst. Was weiß ich, wie das funktioniert? Ja, du hast da diese komischen Schablonen und mit diesen Schablonen kannst du dann diese Dinger machen. Was? Schablonen? Ach so. Ja, du gehst in das ganz linke Ding zum Beispiel und dann kannst du diese Schablonen nehmen und wenn du da zum Beispiel einen Stein dazulegst, rechts neben die Schablone, kriegst du quasi dann entweder so einen Griff oder einen Axtkopf oder halt einen Spitzhackenkopf oder sowas. Ah ja. Und wenn du dann einen Spitzhackenkopf und einen Griff hast, kannst du eine Axt draus machen. Für die Spitzhacke brauchst du noch so ein Verbindungstool. Das ist mir zu kompliziert. Baue ich lieber weiter mal Häuschen. Scharfe Häuslebau, so in der Art. Ja, einer muss es ja machen. So, ja, ich suche uns tolle Ressourcen zusammen. Mit so einem offenen Dach lässt sich schlecht schlafen. Solange uns kein Creeper auf den Kopf fällt, ist alles gut. Also, solange sie nicht klettern können. Ja, und jemand hat vergessen, den Timer zu aktivieren. Super. Die Leute dürfen ruhig die ganzen Fails mitbekommen. Weil sonst haben sie ja nichts zu lachen. Wenn wir das alles rausschneiden würden, was hier schief laufen würde, dann... Jetzt musst du das Outtake aber eben von eben gerade mit einem Schrein schneiden, ja. Ja, das kommt auf jeden Fall mit rein. Der Dennis hatte es nicht so mit die richtige Ansicht zu finden und sich richtig zu positionieren in dieser Ansicht. Es ging nicht um die Ansicht. Nee, um was denn sonst? Es ging darum, dass ich in der Ansicht nicht gescheit laufen kann. Es ist doch einfach alles nur spiegelverkehrt gewesen. Ja, mach das mal spiegelverkehrt. Ja, hab ich gemacht vor. Ich hab mich ja gut positioniert im Gegensatz zu dir. Ah, ich hab super gestanden. Beschwer dich nicht. Du hast nur immer in eine andere Richtung geguckt wie ich. Ach, jetzt bin ich wieder dran schuld. Klar, immer. So, wir bauen uns mal hier so eine kleine Brücke hier rüber. Hm.
Ja, ach so, genau, was könnten wir noch zu unserem Kanal so erzählen? Oh, ich habe was Neues bekommen. Ich habe Haste plus 1. Cool. Auf deiner Spitzhacke. Ja, boah, jetzt sieht die ja überkrass aus. Und die hat jetzt Fähigkeit Könne. Was machen wir jetzt da alles rein? Ja, es wird einmal die Woche mindestens, so wie es im Moment geplant ist, ein Tutorial zu Minecraft kommen. Hauptsächlich zu der bald erscheinenden 1.9. Das wird von mir kommen und teilweise Unterstützung vom Dennis, wenn ich mal etwas Größeres bauen muss, dass ich nicht alles alleine machen muss. Au! Oh! Schrei halt ins Ja, es Mikrofon. war ein Creeper, es explodiert hinter mir. Was machst du denn auch wieder? Ja, ich weiß nicht, wo der herkam. Ich hatte alles hinter mir ausgeleuchtet. Das sagen sie Er an. hat mich verfolgt. Was hast du hier schon wieder gemacht? Zinnbarren. Oh Mann. Ja, ich habe Zinn gefunden. Wir brauchen alles coolen Materialien, die wir finden können. Jetzt am Anfang erstmal. Ja, ich werde mich auf jeden Fall bis zu den nächsten Folgen mal ein bisschen schlau machen, Dennis. Wegen, wie man hier so einen Lava-Generator und sowas wegen Strom baut. Dass wir schon mal vielleicht irgendwas so ein bisschen automatisch machen können. Ja. Während wir dann hier immer irgendwas abholzen und so. Die jetzt eigentlich noch Level dazu, ja. Ja krass, ich habe jetzt Haste. Ich bin auf Haste. Nein, ich bin auf Haste. Haste. Heißt das nicht Haste? Keine Ahnung, was steht denn da? Nein, diese komische Droge. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Warum sagt mir das keiner, dass man die Truhe nicht öffnen kann, wenn sie in der Luft stehen? Was, wenn, was, wenn? Wenn sie in der Luft stehen. Nein, man kann sie öffnen, wenn sie in der Luft stehen. Ja, nur wenn ein Block oben drüber frei ist. Ja, Glas darf drüber sein. Zum Was, Beispiel hier. Glas? Ja, wenn Glas drüber ist, kannst du sie trotzdem öffnen. Aua! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Ups. ich werde hier von irgendwelchen Viechern angegriffen, weil der Dennis wieder nichts ausgeleuchtet hat. Das Ausleuchten bin ich nicht zuständig. Mensch nicht für bezahlt hier. Was ist eigentlich gerade draußen hier? Es ist schon wieder dunkel. Oder immer noch. Könntest du mir mal ganz helfen, hier den ganzen Scheiß hier zu sortieren? Das kann ich gleich machen. Ich komme gleich. Ich glaube, mein Inventar ist eh bald voll. Ja, bald ist auch so ein Ausdruck. So, ich würde ganz gerne nämlich irgendwas mit diesen Bushes machen. Die finde ich nämlich ganz cool. Und irgendwie kann man dann nämlich so einen Auto-Harvester bauen. Der dann quasi diese Bushes automatisch harvest. Dass wir dann automatisch... Ich glaube, wir haben es jetzt nur von... Na, helf mir auf die Sprünge. Aluminium. Von Aluminium und Kupfer habe ich gefunden zwischendurch. Eine Kupfer hatte ich jetzt noch nicht. Dass wir quasi so vollautomatisch das Ganze abbauen können. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Ja, Kupfer. Kupfer und Aluminium, genau. Ich habe schon wieder Aluminium und Kupferbusche gefunden. Aber wenn ich da jetzt drauf springe, kriege ich wieder Schaden, gell? Aua. Und baue sie halt ab. Ja, das war ein bisschen schlecht von da. Also müssen diese Truhen dann auf jeden Fall beschriften. Ja, ich muss eh gleich hochkommen, weil meine Fackeln ausgehen. Oh, was ist das? Oh, ich habe wieder Eisen gefunden. Dennis, hast du dir denn schon eine Rüstung gemacht? Oh, Goldbeerenbüsche. Das ist ja cool. Nein, ich habe mir noch keine Rüstung gemacht. Das solltest du vielleicht machen. Weil der Patrick war nämlich so vorbildlich und hat sich nämlich schon eine Rüstung gemacht. Das ist super. Ja, also wie gesagt, es soll einmal die Woche soll mindestens ein Let's Play kommen von diesem Modded Server, den wir hier laufen haben. Das läuft übrigens über meinen Rechner. Und
ja, einmal die Woche noch ein Tutorial und mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Alles, was geht. Alles, was geht, genau. Wenn die Tutorials vielleicht nicht ganz so groß sind, könnten vielleicht auch zwei die Woche kommen. Aber auf jeden Fall wird das Ganze regelmäßig kommen. Wie das genau kommt, das werdet ihr noch erfahren. Das werden wir euch alles noch mitteilen. Ja, also Dennis, ich komme wieder. Mir sind die Fackeln ausgegangen. Endlich. Jetzt, wo ich fertig bin, fast. Ich habe schon wieder Dings Lapis gefunden. Wo muss ich denn hin? Hilfe, ich finde nicht mehr zurück. Ach, da lang. So. Zack, zack, zack. So, da hinten ist der Dennis. Oh, Entschuldigung. So. Ja, wenn ich irgendwann wieder zurückfinde, Dennis, bin ich auch dann gleich wieder da. Oh Scheiße, ich habe mich komplett verlaufen. Ja, normalerweise sollte das nicht passieren. Oh, hier geht's lang. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Gut, dass keiner sieht, was ich hier gerade für eine Scheiße zusammenspiele. Ja, doch, das... Ja, das müssten wir vielleicht auch irgendwann mal noch in Angriff nehmen. Das gibt's quasi nicht. Quasi, dass dein Bildschirm noch dann auf unseren Videos in der Ecke oben zu sehen ist. Weil ich glaube, das würde die Leute auch ganz gerne interessieren, was du für ein... Bullshit machst. Für ein Bullshit... Ja, wir wollen es ja nicht unbedingt Bullshit nennen, aber was für ein Scheißtrick du da zusammen fuschst. Ja, momentan wechsle ich ungefähr alle 2 Sekunden zwischen irgendwelchen Tonen hin und her, weil ich nicht weiß, wo ich irgendwas reingelegt habe. Vielleicht sollst du einfach Schilder machen und sie beschriften. Ja, das kannst auch du machen. Das wäre relativ einfach, dass man so eine Nahrungs... Gekochter Fledermausflügel, oh Gott. Warum hast du den gekocht? Weiß nicht, der lag so neben der Lava. Da habe ich gar nichts gemacht. Ah, so, hallo. Was machst denn du hier? Hab ich doch gesagt. Wir haben noch gar keinen Redstone gefunden, gell? Nee, das ist richtig. Ah, oh, Dennis. Ich hab die Hälfte von der Scheiße bei mir im Inventar. Mach dich mal nützlich. So, Silbererz. Oh, hier haben wir noch Aluminium. Machen wir noch ein bisschen Zinnerz rein. Wir brauchen definitiv mehr Öfen. Kannst du ja einen Ofenraum bauen? Oder muss ich das wieder machen? Das ist wieder sowas eher für dich. Ich tue sie mal kurz zwischenlagern, schon mal. Was tust du zwischenlagern? Die Öfen. Regenbogen Eukalyptus Setzling, oh mein Gott, das ja, hier gibt's schon viele crazy Shits. So, Eisen. Mal noch irgendwas. Bleierz hätten wir hier noch. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem ganzen Zeug rein soll hier. Hat schon viel jetzt für den Anfang. Oh doch, ich habe Redstone, habe ich. Dann könnten wir uns... Na, ist egal. Braucht kein Mensch jetzt. Das momentan erstmal ein bisschen hier. Was kann man denn aus Aluminiumbären machen? Aluminium? Ja, aber wie ist die Frage? 4 nebeneinander legen? Nee, das war auch mein erster Gedanke. Ach so. Vielleicht 9 nebeneinander legen? Nee, auch nicht. Das, ja. Kann man das nicht irgendwie hier nachgucken in dem komischen... Muss mal probieren. Aluminium. Aluminiumbeere. Was kann man daraus machen? Wie kann man das gucken? Ach, die kann man einschmelzen zu Aluminium-Nuggets. Und aus den Aluminium-Nuggets kann man dann wiederum Aluminium-Barren formen. Okay. Dann tun wir das doch mal. Boah, wo tue ich denn jetzt den Scheiß rein? Hast du noch irgendwo Kohle zufällig? Ja, hier ist irgendwo eine Dingsform mit Kohle. Irgendwo? Ah, da. Ich brauche noch eine Kiste. Ich brauche noch mehr Platz. Ich habe den Raum zu klein gebaut, verdammt. Ja, wir machen halt ein bisschen größer, das ist doch was. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. So, ich habe, was haben wir denn hier für noch einen Busch? So, ich würde sagen, hast du eine Erzkiste gemacht? Ja. Gut, ich mache jetzt mal ein paar Schilder und tue das mal beschriften. Wo sind die Holzkiste? Nahrung,
Monster Drops, eine Leere. Fell, was sind das hier? Ach, das sind so Blumenzeugs. Ach, perfekt. Die Kupferbeeren, die gibst du mir mal her. Die Aluminiumbeeren gibst du mir mal her. Die ganzen Erze gibst du mir auch mal her. Und die Büsche gibst du mir auch mal her. Ey, Hilfe, ich steck fest. Ja, zwischen den Kisten, das ist mir vorhin auch mal passiert. Super, Dennis, hast du dir aber wieder mal voll Mühe gegeben. Toll, ist schon wieder die scheiß Spitzhacke kaputt gegangen. Sag mal, deine Spitzhacke muss doch mittlerweile ein Überlevel haben, oder? Irgendwie nett. Irgendwie nett, das ist natürlich auch nicht gut. Kupferbeeren, Kupferbeeren. Aber die kriegt gleich wieder ein Level, ich bin schon bei 93%. Oh, lauf mir doch nicht alles vor die Optik, sag mal. Solltest du vielleicht mal erklären, was es mit diesen Dingern auf sich hat? Mit welchen Dingern? Mit den Leveln bei den Waffen. Ach ja, genau. Ich will ja jetzt nicht so viel Falsches erzählen, aber... und zwar, wenn man dieses Mod spielt, kriegt man hier so ein paar Infobücher. Und aus diesen Infobüchern habe ich mir hier eine Werkzeugstation, einen Schablonenstanzer und einen Basteltisch gemacht. Und eine Schablonenkiste. In dieser Schablonenkiste haben wir unsere bisher gemachten Schablonen rein. Diese Schablonen kann man machen an dem Schablonenstanzer. Dafür braucht man hier so leere Schablonen. Und die craftet man mit Sticks und mit Planks. Und dann kriegt man hier so Schablonen raus. Mit diesen kann man dann hier, ich zeige es euch mal schnell. Wir machen mal, was könnten wir mal denn gebrauchen? Eine Sensenkopfschablone brauchen wir unbedingt. So, dann legt man hier die Schablone auf diese Seite und tut hier drüben das Material rein. Und dann kriegt man hier so einen Steinsensenkopf zum Beispiel. Das kann man jetzt wieder hier rüberlegen. Und hier drüben kann man aus diesen ganzen Einzelteilen dann etwas zusammenbauen. Und zwar eine Sense, wo auch immer hier die Sense ist. Natürlich jetzt wieder ein blödes Beispiel gewesen. Dann machen wir das doch mal anders. Wir machen uns einen Mattock. Das wollte ich die ganze Zeit schon haben, das Teil. Und zwar, ist das eine Mischung aus einer Axt und einer Schaufel, oder? Ah ja, damit, das ist eine Mischung aus einer Axt und einer Schaufel. Das heißt, wir brauchen einen Axtkopf. Das heißt, wir tun hier Stein rein. Tun hier die Axt rein und machen uns einen Axtkopf. Und machen uns einen Schaufelkopf. So. So haben kann man sich auch hier mit diesem Werkzeuggriffschablone kann man sich dann auch Steinwerkzeuggriffe machen oder halt aus anderen Materialien. Wie das mit den anderen Materialien funktioniert, das haben wir noch nicht ganz so rausgefunden. Aber ich mache mir jetzt erstmal einen Steinmattock. Jetzt haben wir einen Steinmattock. Ja, und hier, wir gucken uns mal meine Steinspitzhacke an. Und zwar für jedes, wie man sieht, hier gibt es einmal Fähigkeiten, XP. Und jedes Mal, wenn die voll ist und dann kriegt das quasi ein Level und dann kriegt man einen zufälligen Bonus auf die Waffe. Ich hatte hier bei mir zum ersten Mal Glück, ich habe Haltbarkeit plus 500 und da war das Abbaulevel dann dazu Diamant noch. Mittlerweile hat es Kobalt und ich habe auch noch Haste drauf und Reinforced 1, was ich noch nicht so genau weiß, was das ist. Vielleicht kann es ja Dennis ja sagen. Reinforced heißt es. Oder Reinforced, ja, mein Englisch ist übrigens, wer es noch nicht wusste, der absolute Wahnsinn. Aluminium-Nuggets. Hier haben wir Gold-Nuggets. Hast du denn eine leere Kiste gesehen? Da war irgendwo eine leere Kiste. Könnte schwören, dass da eine leere Kiste war. Alter! Ja, was hast du hier gemacht? Hilfe! Habe ich wo gemacht? Ja, da bei dir da so. Warum liegt denn da so viel Zeug rum? Weil ich hier gerade das alles nochmal neu sortieren muss. Weil ich ja gerade eben zwei Kisten abgebaut habe. So, wir machen jetzt nochmal schön ein paar Schilder. Und das hier, was ist denn das hier oben? Warum hast du einen gekochten und normalen Fledermausflügel? Koch doch den anderen gleich mit. Was sind denn Beetroot Seeds? Ach, rote Beete oder was? Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Die gibt es in der 1.9 sogar quasi ohne Mod. Achso, was waren jetzt in der Kiste da oben drin? Dennis, sag mir das nochmal, ich habe das Schild schon gesetzt. Keine Ahnung. Oh,
Hab mir nicht zugehört. Boah. Oh nein, jetzt habe ich wegen dir dieses ganze Mist aufgesammelt. Nahrung ist hier drin, sag mir das doch. So, hier ist einmal drin Nahrung. Hier unten haben wir Wolle. Haufen Steinscherben. Ja, die Steinscherben, die kannst du eigentlich auch irgendwo anders da reintun, wo du sie gerade hinhaben willst, weil da wusste ich nämlich nicht, wo die... Ja, wenn du noch eine Kiste hast, würde ich gerne, weil die Steinscherben, das gehört da hinten zu diesen Toolstations. Haben wir noch eine Kiste übrig? Ja, hier sind alle Kisten noch übrig. Kannst dir eine aussuchen. Du hast hier Monster Drops irgendwo hin, hast aber das ins falsche... Hast du bei meinem Inventar... Hast du irgendwo eine Steinkiste hingemacht? Ja, hier hinten. Die offen ist gerade? Ja. Also dann nehmen wir das Stein. Huch. Schmeißen wir hier Bruchstein rein, Andensit rein. So. Wo sind die Holzkiste? Ich glaube, die habe ich gerade zugebaut. Nein, nein, die ist hier. Ach nee, da oben ist das Holz. Holz, Holz, Holz. Was noch mehr Zeug aufgesammelt, könnte es sein? Nee, so viel gar nicht. Ich habe noch ein bisschen Marmor. Wenn du Marmor brauchst. Ja, brauche ich. Sind aber nur 3. Oh, toll. Da musst du noch mehr aufgesammelt haben. Ich habe alles schon in die Kisten wieder getan. So, weil hier hinten ist nämlich ganzen Barren und das, die sind irgendwie, sehen irgendwie voll wenig aus. Wolle. Ja. Die Barren? Achso, ich... Nee, achso, du schmelzt die gerade. Das schmelzt gerade alles ein. Ach so. Das sind Monster Drops. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Ist schon wieder dunkel draußen? Ich glaube schon. Ne, ist noch hell. Blumen. Ich muss erst... Irgendwie finde ich das unheimlich, dass unsere Decke nicht fertig ist. Ach so. Ja, das... Ich brauch noch Marmor. Die müsstest du eigentlich eins nach oben setzen, oder? Nee, das passt schon so. Das ist super. Ach, ich hab nur gedacht wegen den Löchern. Das mache ich jetzt gleich noch, da bin ich jetzt gerade bei. Du besorgst da noch Glas quasi. Die ist leer, die ist leer. Und hier oben haben wir Erze quasi. Was haben wir hier drin? Hier haben wir Werkzeuge drin. Hier haben wir noch eine leere Truhe. Hier haben wir noch eine leere und noch eine leere. Ja, leere Truhen haben wir jetzt ein paar. Gut, dann nenne ich das hier, wie soll ich denn das jetzt nennen, Dennis? Ah, ich bin mal auf die Sprünge. Ich habe keinen Marmor mehr. Ich will aber hier auch jetzt nicht runterfallen. Autsch. Ich nenne das jetzt Werkzeugteile. Da tue ich alles rein, was mit Scherben, das hier, der robuste Griff. Hier haben wir Nahrung, Monster Drops, da schmeiß ich das mal. Oh, jetzt habe ich auch Haste 1. Ja, das ist doch cool. GZ quasi. Gold Nuggets, Monster Drops, Erze. Warum habe ich denn ein Holzschwert einstecken? Wahrscheinlich, weil du es gedroppt hast. Ja. Oder oben hast. Dennis, ich mache hier mal so eine Bücherkiste. Da können wir dann unsere Bücher reintun, die... Wie viele Bücher hast denn du eigentlich? Wo sieht man denn, wie viele Bücher man hat? Hast du keine Bücher bekommen? Nö. Also wenn man die nicht ganz normal mit Inventar hat, dann habe ich sie nicht bekommen. Nee, okay, ich habe die hier reingetan, da kannst du dich hier mal... Wenn da irgendwas... Da stehen so ein paar Sachen drin. Schrei doch nicht so. Scheiß Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Gut, wir sind auch schon eigentlich ein bisschen über unserer Zeit. Echt? Das sind schon 20 Minuten? Ja, es sind schon über 20 Minuten sogar rum von unserem Video. Wahnsinn. Also, wir beide bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wir schalten aus. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.